Hallo und herzlich willkommen zurück bei Stellaris Utopia. Hier ist natürlich wie immer euer Nordoron am Mikrofon. Heute kam eigentlich Patch 1.6 raus. Das neue große Update mit einigen sehr, sehr schönen Features. Und ich dachte so eben, als ich das realisierte, als ich gemerkt habe, yo, das war ja heute, dachte ich mir, ja, perfekt, kannst du direkt aufnehmen, ein paar Neuerungen vielleicht zeigen, ein bisschen was darüber erzählen, könnte ich. Aber nicht alle Mods, die ich verwende, sind bereits kompatibel. So wie zum Beispiel die Mod, mit der ich dieses Wappen hier erstellt habe. Auch die Mod mit den Hintergründen ist noch nicht abgedatet worden zu diesem Zeitpunkt. Und das heißt, ich müsste alles, die ganzen Mods erst wieder entfernen. Und ich habe dann doch Bedenken, dass sich das auf den Spielstand auswirkt. In dem Sinne, dass vielleicht das Wappen nicht mehr da ist, also dieses Symbol. Man sieht schon, ich habe, man sieht es vielleicht, den Hintergrund der Galaxien wieder ändern müssen. Das war halt eine Mod, die schon abgedatet war und deshalb jetzt nicht bei 1.5 mehr verfügbar ist. Macht aber nichts, aber man sieht, eigentlich sehen halt die Galaxie-Hintergründe immer irgendwie so aus. Wer sich erinnert, kann gerne mal in die letzte Folge schauen, dass das doch ein bisschen anders aussieht. Aber okay, so viel dazu. Dann wollen wir einfach mal weitermachen, denn schließlich befinden wir uns bei der Besiedlung von Kadmana im Haribas-System. Und das scheint auch sehr gut fortzuschreiten. Man sieht hier überall, wie größere Siedlungen entstehen. Überall ist Licht zu sehen. Ja, da wieder größere Städte. Hier mal ein Bereich ohne Stadt. Aber erstmal kümmern wir uns um die Forschung. Und wir haben jetzt abgeschlossen den Bergbau, sodass wir dieses Aurelium-Erz auch abbauen könnten. Nächste Forschung. Oh, was haben wir denn hier? Tel'Dar-Kristalle. Auch interessant. Neue Station, Verteidigungsstation. Das ist doch bestimmt sehr interessant. Oder Massebeschleuniger. Neues Modul. Und neue Komponenten. Andererseits, vielleicht würden uns auch die energiebetriebenen Exoskelette weiterhelfen. Es geht zwar hier auf den robotischen Pfad, den wir als Nation der Doron erstmal nicht einschlagen wollen, aber Schadensbonus und Feldproduktion für Mineralien erhöht, ist doch durchaus etwas, wo keiner Nein sagen kann. Das geht auch schön flink, von daher machen wir das mal als erstes. Ich hätte mir merken sollen, sparten wir Mineralien für irgendetwas? Na gut, im Zweifel hier für Kadmana. Das ist ja in 2 Monaten endgültig fertig. Research complete. Und die nächste Forschung, das Physiklabor, sehr schön. So, neu, was haben wir denn hier? Wurmloch-Kalibrierungsmatrix. Die Erstellung eines stabilen Wurmlochs erfordert Zeit und gewaltige Energiemengen. Aber durch den Einsatz spezieller Kalibratoren kann der Vorgang effizienter gestaltet werden. Erzeugungsrate 25%, Reichweite plus 50%. Läge sogar in ihrem Fachwissen. In seinem Fachwissen, es ist ein Mann, ne? Ist so schlecht zu erkennen, ist das ein Mann oder eine Frau? Egal, es ist auf jeden Fall das Spezialgebiet von Merkwa. Und so. Alles andere, ja, Hyperraumsensoren.
Ganz interessant, aber lass uns erstmal die Wurmloch-Kalibrierungsmatrix erforschen. Mann, Wurmloch-Kalibrierungsmatrix, wer hat sich denn dieses Wort ausgedacht? Kann ja kein Mensch vernünftig aussprechen. Gut, die Doron vielleicht schon. Ja, wow. So, ich dachte jetzt, ich bleib mal eben hier. Jawohl. Genau aus diesem Grund. Katmana. Jo, ein Bewohner wohnt dort auch schon. Da wollen wir doch mal direkt eine Grenzklinik errichten. Da kommt schon der nächste Bewohner. Vielleicht den Tempel? Hier in diesen leeren Feldern kann man ja gut alles bauen, was eben, keines dieser vorbereiteten Elemente benutzt. Lasst uns einen Tempel errichten und dann kann dieser Bewohner da drauf siedeln. So. Haben wir denn irgendwie irgendwo diese neue strategische Ressource in Aussicht? Nein. Zum einen, ich weiß nicht genau, ob die von der Planetenoberfläche abgebaut werden kann oder ob die auf einem Planeten zu finden ist. Von daher, vielleicht schauen wir mal bei denen hier vorbei. Ja, die haben halt Betarian-Stein, das ist natürlich auch schon klasse. Den hätte ich eigentlich auch ganz gerne. Ja, ich habe mein Handy nicht auf lautlos gemacht. Vielen Dank für die Erinnerung. Egal. Das ist die bewohnte Weltoberfläche. Ah, sehe ich jetzt bei denen auch nicht wirklich. Naja, lassen wir uns da nochmal überraschen. Und können wir nicht hier, wir haben doch noch Einfluss. Eine Erlassliste. Hier, Migrationsattraktivität. Alle. Plus 100%. Na, vielleicht kommen ja unsere Nachbarn mal auf unseren Planeten. Ich würde mich sehr freuen. Und in Katmana brauchen wir auch noch einen Gouverneur. Lebensdauer, Baukosten, Blocker reduziert. Vikal Vargas. Nehmen wir einfach. Wir haben ja doch ein paar, die wir dann im Laufe der Zeit auch mit Sicherheit entfernen möchten. So, dann in Katmana wird außerdem noch ein Raumhafen gebaut. Haben wir das auch schon mal in Auftrag gegeben. Und hier ein Physiklabor. Können wir das hier eigentlich auch ausbauen? Der Bewohner begeht nach Katmana. Sehr nett, danke. Bleib bloß nicht zu Hause. Nein, ist ja beabsichtigt, ne? Mit diesem Erlass sagen wir, dass jeder kommen darf. Von daher, Land der Möglichkeiten. Dieser Erlass startet zielgerichtete PR-Kampagnen, die den Planeten als sozial hochfortschrittlich darstellen, als eine Welt, in der es jeder zu etwas bringen und in der jeder einen Neuanfang wagen kann.
Ja, und genau das möchte ich damit eigentlich auch erreichen. Ja, ich hatte halt gehofft, dass vielleicht jemand von den Nachbarn auch noch auftaucht, aber da warten wir mal ab. Okay. Mit diesem. Dieser Forschung. Moment, erhöht sich die Wurmlochreichweite. Dauert aber auch noch 70 Monate. Das ist natürlich einiges. Das sind ja. Ach Gott, 7 Jahre oder nicht? Knapp. Ja, 6 Jahre, irgendwas. Wow. Es wäre ja Zeit, einen Außenposten zu bauen. Weil ich mich ja in diesem Bereich oder weil ich ja diesen Bereich auch irgendwie haben möchte. Stückchen weit. Hier unten würde mich der pitaranische Staub sehr interessieren. Hier natürlich die Physikforschung. In Enkef auch die Forschung. Also das hier ist schon ein Bereich, der so im Laufe der Zeit. Außerdem haben wir hier die Stargrove. Die Valmenax. Mit denen wir etwas anstellen könnten. Wobei, das könnte passieren, wenn wir mehr Reichweite haben. Hier haben wir noch Gotra, ne, mit den neuen Ingenieursforschung. Das ist natürlich Wahnsinn. Die Frage ist jetzt, zwei Außenposten wird, glaube ich, zu viel. Weil dann hätte ich gesagt, wir bauen einen in Black Hole, einen in Impan. Brauchen wir die strategischen Ressourcen schon? Zum Bau von leistungsstarken Gebäuden und Weltraumhafenmodulen? Strategische Ressource? Was steht denn da? Dieser feine Staub ist ein natürlich vorkommendes Stimulanzmittel, das auf manchen Welten zu finden ist. Auf die meisten Wesen hat es eine beruhigende Wirkung und kann deshalb als gewaltlose Methode zur Beruhigung feindseliger Individuen eingesetzt werden. Nahrungsleistung plus 10%. Naja. Kann man machen, muss man aber nicht. Vielleicht wäre es sinnvoll, im Centaurus Black Hole einen Außenposten zu bauen. Und zumindest P94 Singularity noch mit da reinzukriegen in den Radius. Und eventuell im späteren Verlaufe der Zeit Bial und Gotratimana dann hier rüber. Ist da was? Machen wir da doch einfach mal einen Außenposten. Kostet auch nur 0,5 monatlich, weil er halt ziemlich nah an unserer Grenze dran ist dann. Ich glaube, dass es daran liegt. Und mal ein bisschen schneller. So, Mal gespannt, was wohl er fertig ist. Der Bau vom Tempel ist in 130 Tagen abgeschlossen. Sie brauchen noch 10 Monate. Okay, auf jeden Fall ist dann der Bewohner erst später fertig. Wow. Wenn man so auf dieses schwarze Loch zufliegt, irgendwie sieht das schon etwas bedrohlich aus. Man bedenkt, alles, was hier ist, diese winzigen Partikel, das sind, weiß ich gar nicht, Quadrilliarden an irgendwelchen feinen Atomen, an irgendwelchen feinen Stoffen, das ist, egal, Technologie. Also, wir haben die energiegetriebenen Exoskelette erforscht. Und was haben wir hier? Jurandkristalle. Aha. Schaden plus 15%. Interessant, interessant.
Hier haben wir immer noch den Massebeschleuniger und Antimaterie-Raketen. Ich würde mal sagen, wir machen mal weiter mit den Massebeschleuniger. Das braucht wenig Punkte und ist auch schon etwas angefangen. Von daher 22 Monate kann man also durchaus noch mal warten. Ja, das ist jetzt. Ach, man kann sogar in das schwarze Loch rein. Schaut mal, Leute, wenn ihr euch gefragt habt, wie sieht ein schwarzes Loch von innen aus? Richtig, grau-weiß, natürlich. Grau-weiß und man sieht benachbarte Planeten so halbwegs vernünftig. Wobei, schaut mal, das sieht ja geil aus, das sieht ja jetzt erst. Guck dir das mal an, der zerbricht. Construction complete. Wow, also das habe ich echt vorher nicht gesehen. Tut mir leid, wahrscheinlich, ne? Einfach nur zu blind gewesen. Aber die Welt zerbricht. Hier sind riesige Kontinentalplatten aus diesem kargen Planeten rausgebrochen. Man kann in den Erdkern reinblicken. Und das scheint auch wirklich in irgendeiner Weise noch in Bewegung zu sein. Das muss ich auf jeden Fall noch mal weiter beobachten. Construction complete. Ah, klar, wir befinden uns in der Nähe eines schwarzen Loches. Oh, und wir haben wieder Wahlen. Es werden Wahlen abgehalten. Sagt mal, sind wir mit dem Mandat fertig geworden? Ja, ne? Ja, sind wir. Was haben wir denn? Also Merck war, hat zumindest eine sehr hohe Fraktionsunterstützung. Ist ja bei allen anderen jetzt nicht wirklich so gegeben. Ansonsten der Stimmenanteil, der prognostizierte Stimmenanteil ist wieder mal bei fast allen gleich. Lassen wir uns mal überraschen. Ich werde wieder nicht eingreifen. Mich würde es mal interessieren, in welchem Sample die denn da wohl drumherum fliegen. Das wird ja so geskriptet sein, dass diese drei Platten um diesen Planeten rumfliegen, in der Nähe eines schwarzen Loches. Ich glaube nicht, dass das Spiel so weit ist, dass wirklich irgendwann dieser Planet zerbricht. Situation log updated. Aber mich würde schon interessieren, wie das wohl in echt wäre. Ob das realistisch gehalten ist. Aber ich denke mal, sie wissen es irgendwie. So, neuer Herrscher. Merck War wurde zur Präsidentin der Vereinigten Stämme Dorons gewählt. Na, sehr schön, Merck War. Dann haben wir hier wieder keinen Wissenschaftler. Da kann dann Vikal Toros herein. Problem ist, wir haben hier extra die Feldmanipulationsforschung genommen. Wegen Merck War. Ja, das hat sich damit dann gerade mehr oder weniger erledigt. Brauchen wir halt etwas länger, ne? Sind jetzt nur 9% statt vorher 21. Alternative, was kann er so? Auch nicht wirklich etwas. Aber auf jeden Fall erstmal herzlichen Glückwunsch an Merkwa. Sie ist eine Befestigerin, das heißt Baukosten für Verteidigungsplattformen und Festungen sind reduziert. Und die Energie-Credits-Feldproduktion ist um 10% erhöht. Na schön, das klingt andererseits sehr, sehr von Vorteil, sehr vorteilshaft. Construction complete. So, haben wir das.
dann kommt eine Bergbaustation und jetzt ist auch noch Vikal. Moment, wie hieß er? Vikal Mikon gestorben. Das heißt, wir brauchen einen neuen Ingenieursforscher. Was haben wir denn hier? Anomalien, Erfahrungszuwachs. Ja, das ist ja toll. Ja, im Hinblick darauf, Ralt ist auch schon 76. Das heißt, wir könnten zum Beispiel auch Mona Chisala nehmen und sie praktisch dann, wenn das Forschungsschiff unbesetzt ist, da reinsetzen. Wobei Ralt Kapp wird älter. Er hat ja plus 25 Jahre. Aber trotzdem, nehmen wir sie mal. Hat jetzt halt leider keinen Bonus, es gibt aber gerade niemanden mit einem entsprechenden Bonus. Was? Was machst du denn hier? Das wollte ich nicht. Tut mir leid, VSDS-Skalkumpuk, bitte kommen. VSDS-Skalkumpuk, bitte kommen. Sie befinden sich auf einer falschen Mission. Bitte zurückkehren. Over and out. Naja, oder so ähnlich. Technologie-Krankenhaus, genau. Technologie-Kolonie-Krankenhaus wurde erforscht. Sehr schön. Hier, schaut mal, Lebensdauer plus 10 Jahre. Das wäre dann der biologische Pfad. Flottenkapazität erhöhen ist, glaube ich, nicht wirklich das, was wir priorisieren in diesem Moment. Planetare Vereinigung, gut, sollten wir, ne? Aber wenn wir erstmal noch ein paar Korvetten bauen, sind wir erstmal ganz gut geschützt. Planetare Vereinigung, ja, sagen wir mal so, ihr Fachwissen, sein Fachwissen von Ilmas Pock, Dr. Professor Ilmas Pock, ist immerhin Biologie und das ist auch mein Fachwissen, also nehmen wir es einfach mal. So, und jawohl, Singularity ist noch im Rahmen, im Bereich, das heißt, wir können hier Bergbaustation, da Forschungsstation bauen. Bricht diese Welt denn auch auseinander? Nein, schaut mal. Die ist anscheinend, ja, man sieht, die ist weit weg von dem schwarzen Loch. Die zerbricht nicht. Dieser Planet befindet sich auf der näheren Umlaufbahn und zerbricht deshalb. Diese karge Welt auch nicht. So, Korvette. Stopp. Korvettenwerft. Danach bauen wir die Korvette. So, in der Reihenfolge, nicht anders. Und eine Tradition ist verfügbar. Wir haben uns ja beim letzten Mal für Diplomatie entschieden. Also die Föderation. Neue diplomatische Option wäre eine Föderation. Könnten wir natürlich wunderbarerweise mit den Xania eingehen. Alternative, die Bewohnbarkeit um 10% erhöht. Wir machen erstmal eine Föderation. Mal schauen. In Föderation einladen? Nein, weil... Ah, weil die Kriegsphilosophie oder unsere Angriffskriege gestattet, ne? Deren wahrscheinlich gar nicht, oder? Richtlinien und Erlasse. Ah, uneingeschränkte. Nein, auf keinen Fall. Wir können doch nicht uneingeschränkte Kriege machen. War das Absicht? Kann doch gar nicht Absicht sein, oder? Wir können doch nicht uneingeschränkte Kriege als Kriegsphilosophie haben. Leute. Nein, wir dürfen maximal Befreiungskriege. Aber erstmal Verteidigungskriege bitte nur. Ja, schon ist die Akzeptanz auch nur noch minus 16.
Ach, das lag mir noch auf dem Herzen. Haben wir da noch so eine komische Richtlinie? Orbitalbombardierung eingeschränkt. Xenostudien unbegrenzt. Umsiedlung verboten, Erstkontakt friedfertig, Kernweltenbevölkerung sind alle Spezies, Flüchtlinge sind willkommen natürlich, was auch sonst, anders geht es nicht, Säuberung, Sklaverei verboten, Xenostudien, wollen wir die auch aktiv behalten? Weil unbegrenzt heißt ja, wir können alles mit denen machen. Passiv wäre... wir können sie nur beobachten, wie zum Beispiel diese Pilze hier, aber nicht aktiv eingreifen, was wir bei Aktiven schon machen können. Na, da können wir, aktiv daran teilhaben, keine Ahnung, und unbegrenzt ist halt... Wir können die auch irgendwie verändern. Aber schaut mal. Schaut mal, das kommt doch in unseren Radius. Aber vor allen Dingen sehe ich diese Forschungsstation in unserem Radius. Und das ist aktuell Ziel Nummer 1. So, und damit verabschiede ich mich bis zur nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zusehen. Over and out.